Sega. Wird dieses Symbol angezeigt, speichert das Spiel automatisch. Bitte schalte die Xbox 360-Konsole dann nicht aus. So, Freunde, und willkommen zu einem neuen Let's Play von London 2012 aus dem Hause Sega. Dies ist das offizielle Videospiel der Olympischen Spiele 2012. Drücke Start. So, das ist ein kleines Let's Play, wo wir uns das Spiel einmal anschauen wollen. Im Disziplinmodus kannst du eine eigene Disziplinliste mit deinen Lieblingsdisziplinen erstellen. Steigere die Nationalstolzwertung deiner Lieblingsnation, indem du schnelle oder benutzerdefinierte Spiele über Xbox Live spielst. Gut, wir haben den Olympischen Spielemodus, den Disziplinmodus, den Partymodus, Xbox Live, Teams und Rekorde, Einstellungen. Ich schaue mal kurz einen Blick in die Einstellungen. So, hier haben wir Audio, alles klar, Video und Spiel, 3D sogar, Mitwirkende, alles klar. Wir machen den Modus Olympische Spiele, weil wir 2012 hier jetzt antreten wollen. Hier haben wir eine Reihe olympischer Disziplinen, die man auswählen kann. Da kann man seine Lieblingsdisziplinen wählen und spielen. Im Party-Modus kannst du Fantasiedisziplinen und Teamherausforderungen spielen. Und Xbox Live, da kann man seine eigene Nation repräsentieren. Aber wir widmen uns den Olympischen Spielen. So, wir haben einmal leicht, das heißt 12 Disziplinen gegen leichte Gegner, 20 Disziplinen gegen normale Gegner oder den schweren Modus, in dem du nur den normalen Modus abschließt. Da ich hier noch keine Sekunde gespielt habe, können wir den noch nicht spielen. Eventuell am Ende des Let's Plays kommen noch Bonusfolgen, wo ich dann vielleicht auch den schweren Modus spiele, je nachdem, wie gut ich durch den normalen Modus durchkomme. Wir nehmen natürlich Deutschland. Da muss ich mal kurz schauen, den haben wir hier rechts. Und unsere Top-Disziplinen sind Leichtathletik, Gewichtheben und Schießen. Und jetzt lasse ich euch bei der Eröffnungsfeier einmal alleine. Here we are in London, one of the biggest cities in the world, for one of the biggest events in the world. Yes, Seth, it's certainly going to be an exciting one. After years of preparation, London is finally ready to welcome the world to the 2012 Olympic Games. Such a magnificent city, so many views with the Thames stretching away into the distance. And with so many new venues waiting to be tested, this really could be the best games ever. The Olympic Stadium, splendid, glowing like a beacon here in London's East End. And there the Olympic torch, the iconic symbol of the Games, shining over the city of London. What an absolutely beautiful sight. So many nations represented here, all ready to compete in true Olympic spirit. Yes, 80,000 people they're expecting in that stadium, and it's going to be full to the brim. Not a spare seat in the house. Just imagine the excitement down there in the crowd. Fireworks to show the start of these games, and the first event is first thing tomorrow. So, wir haben Tag 1. Wähle zwei Disziplinen für den heutigen Wettkampf. Bearbeite Namen und Aussehen der Athleten der einzelnen Nationen. Ich schaue hier einmal mal kurz rein. Tja, ist die Frage. Also hier alles abzuändern, wäre mir glaube ich ein bisschen zu viel. Das würde den Rahmen sprengen. Deswegen wählen wir uns hier mal zwei Disziplinen. Da haben wir Weitsprung der Herren. Bogenschießen. 200 Meter der Herren und 100 Meter Brust der Damen. Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich würde ganz gerne die 200 Meter der Herren und wir nehmen hier mal 100 Meter Brust der Damen.
So, erst geht es um die Qualifikation. Das ist der Zeitplan, den wir haben. Um 9 Uhr 100 Meter Brust der Damen-Qualifikation. Um 11 Uhr die 200 Meter Qualifikation der Herren im Olympiastadion. Und die Finals, wo es um die Medaillenentscheidung geht. Um 14 Uhr das Brustschwimmen der Damen und um 20 Uhr den 200 Meter Lauf. So, es geht in das Aquatic Center. Welcome to the Aquatic Center, a state-of-the-art building made specifically for these games. Der Kommentar ist leider auf Englisch. Da können wir leider nichts machen. Germany ranked as one of the outsiders in this event, but a good performance. Wie gesagt, ich habe noch nichts geguckt. Deswegen machen wir eine kleine Einführung vor jeder Disziplin, um zu gucken, wie es funktioniert, damit ich mich nicht ganz blamiere. So, mit A springen wir ins Wasser. Und danach heißt es A kloppen ohne Ende. Okay, linken und rechten Stick nach unten. Ah, alles klar. Also, da müssen wir den linken und den rechten Steuerstick immer im Rhythmus gleichzeitig nach hinten machen. Und bei der Wende einmal X und wieder mit den Füßen und dann wieder Brustschwimmen. Für den Endspurt am Ende des Rennens drücke A, um anzuschlagen. Und warte mit dem neuen Zug, bis beide Arme wieder gestreckt sind und möglichst viel Tempo zu haben. Je schneller du unter Wasser A drückst, desto schnellere Beinschläge macht der Athlet. Alles klar. Dann drückt mir die Daumen, dass wir hier ins Finale kommen. Let's have a look at the lineup then. Gut, wir sind auf der mittleren Bahn. Andrea Pfeffer, ein Computercharakter. Und auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. Und jetzt geht's los. Wir sind, die grüne Linie zeigt die Führende an. Wir sind auf Platz 4. Aber wir fallen schon zunehmend zurück. That's not a good turn and now the pressure is really on. Spain in front. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier Position 6, das wird nicht reichen. Ich glaube, es kommen nur die ersten vier weiter. Less than a quarter of the race to go. We're entering the final 10 meters so close to the line as they touch now. Und wir sind qualify in first place. Sechster Platz haben wir erreicht, 1:10.90. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das gereicht hat. So, hier sehen wir die Wiederholung. Und ich kann immer noch nicht sagen, ob wir uns fürs Finale qualifiziert haben. Aber ich habe alles gegeben, also es ist echt nicht leicht. Ich glaube, da haben wir jetzt nicht die beste Schwimmerin am Start gehabt. Also ich habe echt alles gegeben. This is confirmation of the final standings. Und so wie es aussieht, haben sich nur die ersten vier qualifiziert. Ich würde das aber gerne noch einmal probieren. So, ein Neustart-Tickets haben wir eins. Ah, das ist sogar ganz regulär. Da würde ich sagen, das probieren wir gleich nochmal. Welcome back to the London Aquatic Center. This state-of-the-art venue really has been one of the jewels so, in the London 2012 Daumen, dass wir das schaffen. How strong will this athlete be? Set. And they're off, they're underway. Race starting to take shape as we reach the quarter point. So, und wieder heißt es. Ordentlich schwimmen hier. Diesmal kommen wir, glaube ich, ein bisschen besser weg. Great kick. Spain are in first.
Netherlands a second. So, die Linie ist noch relativ nah an uns dran, die Grüne. 25 meters to go. Wir sind noch auf Position 4, können wir das halten? Das wird richtig hart am Ende. Nein, wir haben Position 5. Und wir sind auf Platz Nummer. Persönliche Bestleistung, 5. Platz. Schade, schade. Das war ganz knapp. Wir waren auf jeden Fall schneller als beim ersten Rennen. Aber so wie ich, eine ganz knappe Entscheidung. Ja. 28 Hundertstel Sekunden haben wir es nicht geschafft. Schade, schade. Kein optimaler Start. Aber wir haben noch eine Menge Disziplin vor uns und es war richtig knapp. So, dann geht's ab ins Olympiastadion zu den 200 Meter Lauf der Herrenqualifikation. The Olympic Stadium looking splendid and the next event is half a lap of the track. This is a sprint, it's the 200 meters. Im wunderschönen Olympiastadion in London, welches neu gebaut worden ist, Cowell Powers. Alleine mit dem Namen haben wir eigentlich schon die Goldmedaille sicher. Wir werden eine kurze Einführung wieder machen, da ich nicht weiß, wie es funktioniert. Auf die Plätze. Fertig. Und wieder mit A geht's los. Okay, das habe ich jetzt... Okay, wir müssen scheinbar so tippen, dass wir immer an dieser Linie sind. Damit wir nicht einknicken zum Ende hin. Den ersten Bildschirm habe ich allerdings weggemacht. Den würde ich mir gerne nochmal anschauen. Und mit dem linken Steuerstick geht's nach vorne, um ins Ziel zu hechten. Da schaue ich mal, was für eine Zeit wir haben. Also, time deinen Start, um das Rennen schneller zu beginnen. Halte die Anzeige im grünen Bereich für mehr Tempo. Time dein Hechten, um das Ziel schnell zu überqueren. Aber ich würde mir gerne nochmal den ersten Bildschirm anschauen. Auf die Plätze. Fertig. Und... So. Tippe A mehrmals an, um die Anzeige zu füllen. Fülle die Anzeige über die weiße Linie hinaus, ohne sie zu überfüllen, um Tempo aufzubauen. Alles klar, lenken brauchen wir nicht. Es geht hier nur darum, A zu drücken. Alles klar. Ah, dann müssen wir das hier eben noch kurz fertig machen. So, da würde ich mal gucken. So, das Tempo hier sollte ganz vernünftig sein. Und zack, nach vorne. Alles klar. Hier sollten wir einfacher mit... zurechtkommen wie beim Schwimmen. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an, ob wir es schaffen, hier uns zu qualifizieren fürs Finale am Abend. Despite Germany's relative success in track and field events, the 200 meters Cowell has proved elusive. In the history of the Olympic Games, the men's team have only ever come up with just one single medal. Set. That was an awful long time ago. Way los geht's. Back in 1928. Und die Jungs sind ganz schön schnell. At the quarter point. Aber wir holen auf. Approaching the halfway point. Strong running as they enter the home straight. It's Great Britain. Ja, das sieht doch mal ganz anders aus. Second place. China are in third place. Heading towards the line now. Has he got enough? Position 3. Damit sind wir sicher qualifiziert. Und es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben fürs Finale um 20 Uhr am Abend. Wunderbar, wunderbar. Cowell Powers. A decent start in this one and now. So, wir schauen auf einen Blick auf die Wiederholung auf Band 4. Der Start war nicht optimal. Allerdings, when it came down to the finish on the line,
auf der Schlusslinie haben wir das Tempo nochmal richtig angezogen. Zum Ende hin ging uns ein bisschen die Luft aus, aber für die ersten vier Plätze hat es locker gereicht. Germany remain contenders in this one. Third place in qualifying. That means a place in the final. So, und das nächste Event heute ist das Finale der Herren im 200-Meter-Lauf. Da wir uns leider nicht für das Damenrennen qualifizieren können. Well, some people think that concrete and steel structures are ugly, but how can you feel that about this place? 80,000 people jammed in here for the next event. So, das Finale ist da. Hier sehen wir die Startliste. Wieder auf 4, auf Bahn Nummer 4 diesmal. Und Carol Pouts. It's going to come down to which athletes prepared the best for these games. Jetzt geht's los. Silence descends. And they're away in the 200 meters men's final. Und der Start seems nicht optimal. Off the pace here, approaching full pace. Aber wir gucken, midway ob wir irgendwie noch aufholen können zum Ende hin. In this race. Great Britain in first place. Second, China. Platz 5. Heading towards the line here. Und leider werden wir wahrscheinlich den undankbaren vierten Platz holen. It's silver for Canada. Keine Medaille für uns. So close yet so far for Germany. Fourth place. Keine Medaille just für uns. Outside the medals. Schade, schade. Können wir das Rennen nochmal wiederholen? Well, this athlete was there or thereabouts so, for this race, and war, glaube ich, wieder recht katastrophal. Wobei das ging it, eigentlich ganz am Anfang sind wir nicht bit of extra im Tritt gekommen. Auf der Zielgerade haben wir nochmal ordentlich Boden gut gemacht, aber es hat leider nur für Platz 4 gereicht. One last look at the standings then, and the hometown favorites ein will be happy. Gutes Ergebnis für einen deutschen Sprinter, a second place finish for Canada. Aber keine that Medaille. Means a silver medal. So, im Medaillenspiegel sind Großbritannien vor Spanien mit den goldenen Medaillen. Die Silbermedaillen ging an Kanada, Niederlande. Und mit der Bronzemedaille mussten sich Brasilien und China zufrieden geben. Das nochmal der Überblick von heute. Und ich freue mich, wenn ihr auch bei Tag 2 vorbeischaut.